Ah, genau das, was ich brauche. Sowas wie Multiplex aus Eiche. Geil. Was? 70 Euro der Quadratmeter? Tch, kann ich auch selber machen. Multiplex ist eine wirklich feine Sache. Moment mal, was ist der Multiplex überhaupt? Gute Frage. In diesem Video habe ich es euch schon mal erklärt. Kurz zusammengefasst. Multiplex ist eine Schichtplatte. Das sehen wir hier, die aus mindestens 5 Schichten besteht. Und diese 5 Schichten sind immer um 90 Grad gedreht. Also eine so, die nächste so und die nächste wieder so. Das ist Multiplex. Das ist wunderbar, denn diese Platten sind relativ formstabil und man kann sie ganz wunderbar verarbeiten. Aber potzblitz, selbst normale Multiplex-Platten in guter Qualität sind ganz schön teuer. Wenn wir jetzt Multiplex-Platten haben wollen, die eventuell noch ein hochwertigeres Holz haben als Birke und Co., vielleicht sogar mit Eiche oder Esche, dann geht das natürlich richtig ins Geld. Daher die Frage, können wir das nicht einfach selber machen? Der einfachste Weg, um damit zu starten, wäre Furnier, weil wir hier schon dünne Streifen haben. Und je nachdem, was für Furnier wir kaufen, haben wir zum Beispiel eine astreine Qualität. Astrein! Was bedeutet das? Ja, da sind keine Äste drin. Astrein. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr schöne Optik. Was wir jetzt natürlich machen müssen, da wir Multiplex herstellen wollen, müssen wir aus diesem Furnier mindestens 5 Streifen schneiden, die wir dann zueinander gedreht übereinander leimen. Genau damit fangen wir an. Zu allen anderen Varianten kommen wir später. Wir machen es erstmal auf diesem Weg und schauen, ob das überhaupt funktioniert. Also Furnier schneiden. Zwischendurch ein paar Erklärungen. Warum schneidest du das nicht mit einer Furniersäge? Wird der eine oder andere Tischlerkollege jetzt schreien. Weil wir uns eine einfache DIY-Methode angucken, um Multiplex herzustellen. Das heißt, ich gehe nicht davon aus, dass die Leute, die das nachmachen wollen, ein perfektes Zubehör zum Furnieren und Co. haben. Das ist ja die Idee. Wir wollen es selber machen. Also, ihr könnt Furnier so schneiden. Ist kein Problem. Ihr könnt das auch sägen. Wichtig ist, dass ihr mit einer Platte alles beschwert. Denn ihr seht, das Material ist sehr, sehr dünn. Es bricht also auch sehr leicht. Ihr müsst es also abdecken, damit es nicht so leicht abbricht. So was Gerissenes wie hier können wir beim Furnieren total einfach wieder zusammenkleben. Das schauen wir uns aber wann anders an, weil wir heute Multiplex herstellen wollen. Wir nehmen jetzt nur 5 Schichten, weil wir einfach nur gucken wollen, ob das geht. Was wir schon sehen, riesengroß wird unsere Platte nicht. Das liegt daran, dass das Furnier, was wir jetzt hatten, nicht so breit ist und wir wollen es ja erstmal nur testen. Was wir jetzt also machen, wir legen immer eine Schicht so, die nächste so und die nächste wieder gedreht und kleben das jetzt gleich zusammen. Ich muss jetzt erstmal durch mein Setup hier durchsteigen. Wir rollern den Leim gleich auf. Wir nehmen relativ dünnflüssigen Leim, damit wir den gut aufrollern können. Und dann wollen wir das Ganze, weil wir keine Furnierpresse haben, ich sag's nochmal, mit so 2 Platten einfach pressen. Ich sehe da das größte Problem, aber bevor wir zum Problem kommen und ich jetzt hier schon schwarz male, fangen wir einfach an und bauen uns Multiplex. Im Moment, du hast gar keinen Bock auf Multiplex? Du willst richtig geiles Massivholz kaufen? Dann habe ich super Neuigkeiten für dich, denn Werbung, VLVR, unsere Firma hat endlich wieder Holz. Und ihr habt es euch gewünscht und wir liefern ab. Bei jedem Job erstmal eine neue Holzart. Und dieses Mal gibt es endlich Nuss. Wunderbares Nussholz für euch zu kaufen in festen Dimensionen, in bekannter VLVR-Qualität. Und natürlich sind alle anderen Holzarten, die wir sonst haben, Erle, Esche, Ahorn und Eiche, auch wieder im Sortiment. Es gibt ab heute wieder Holz, Leute. Schaut mal unten vorbei. Wir haben viel, aber wir wissen alle, der Vorrat hält meistens nicht lang. Also schaut es euch an. Viel Spaß mit dem Holz. Und jetzt geht's doch weiter mit Multiplex.
Unsere Platte ist erstmal trocken und sieht erstmal aus wie eine dünne Sperrholz- und oder Multiplexplatte. Wenn wir uns unsere Platte jetzt hier anschauen, sehen wir, wir haben eigentlich wirklich ganz schön verleimte Schichten. Das sieht ganz gut aus. Natürlich haben wir hier auch so kleine Einschlüsse, wie das auch bei gekauftem Multiplex der Fall ist, aber an sich sieht das super aus. Eine Sache ist natürlich schon klar, die ist sehr dünn, weil wir ja nur ganz dünnes Furnier dafür nehmen. Warum machen wir das so? Wenn wir eine viel größere Platte machen wollen würden, dann sehen wir eigentlich schon das Problem. Wir brauchen dafür große Bögen, dünnes Holz und das wird wahrscheinlich keiner realistisch herstellen können. Und deswegen ist das aus meiner Sicht irgendwie am ehesten der realistische Fall, wie man das nachmachen kann. Das hier ist jetzt 30x30, so Pi mal Daumen, zumindest als wir es eben verleimt haben. Wenn wir mit einer Bandsäge unser Furnier selber schneiden und vielleicht dickeres Furnier schneiden, damit wir schneller auf eine solche Breite kommen, dann werden wir schnell feststellen, oh Mann, dafür brauchen wir aber eine ganz schön heftige Bandsäge, damit das wiederholgenau und sinnvoll funktioniert. Also können wir schon mal eine Sache feststellen, bevor wir überhaupt wissen, ob das hier klappt. Große Multiplexplatten können wir selber nicht herstellen, weil uns dafür die Maschinen fehlen. Zum einen, um die dünnen Schichten zu sägen und zum anderen, weil wir keine Verleimpresse haben. Deswegen bleiben wir bei diesem Beispiel, also das hier wieder weg. Wir könnten natürlich jetzt theoretisch später diese Platte in der Mitte durchschneiden und nochmal zusammenleimen. Ha! Können wir nicht, weil wir dann eine gerade Anzahl Schichten haben. Wir brauchen aber immer eine ungerade Anzahl. Das heißt, wir müssten dann wiederum noch eine Schicht draufkleben. Egal! So weit kommen wir erstmal gar nicht. Denn, wie ihr seht, zwei Ecken musste ich jetzt nach dem Absägen nochmal wieder ein bisschen reparieren. Was ich auch schon sehe, die Platte ist, obwohl wir sie zwischen zwei Platten gepresst haben, etwas rund. Und was wir jetzt zuallererst mal messen ist, wie gleichmäßig dick ist unsere Platte überhaupt? Weil das ist natürlich auch ein Problem, wenn die super unterschiedlich ist, weil wir nicht gleichmäßigen Druck haben, dann macht das ja alles vielleicht gar keinen Sinn. Messen. Was bedeutet das denn jetzt? Sind wir komplett gescheitert? Geht das nicht? Also zuallererst, ein Industrieprodukt können wir in unserer kleinen Do-it-yourself-Werkstatt im normalen großen Maßstab nicht abbilden. Das haben wir ja schon festgestellt, weil wir das Ausgangsmaterial gar nicht selber herstellen können und weil wir auch keine riesengroße Furnierpresse haben. Was wir sehen, wir bekommen schon halbwegs vernünftigen Druck hin. Natürlich, unsere Platte ist super klein, aber genau das kann ja sozusagen auch der Vorteil sein. Wenn wir uns eine halbwegs formstabile Füllung für zum Beispiel eine Tür bauen wollen, können wir das genauso machen. Wir können uns also unser Sperrholz aus den Holzarten, die wir haben wollen, selber herstellen. Und wir können natürlich auch in diesem kleinen Maßstab Holzarten so kombinieren, wie wir wollen. Wir können alle möglichen verschiedenen Furniere kaufen und die aufeinander leimen und daraus etwas machen. Es ist also bei weitem kein Schuss in den Ofen. Wir müssen es nur in den richtigen Kontext packen. An sich ist das wirklich eine ganz coole Platte. Was man natürlich auch machen könnte, ist, eine andere Platte zu furnieren. Das heißt, ein vorhandenes Multiplex oder Sperrholz nur anders weiter bearbeiten. Wenn ihr das sehen wollt, dann schreibt doch gerne mal mit dem Hashtag Mach's selber Jones da unten was rein, damit ich weiß, dass wir das mal ausprobieren wollen. Wie kann ich do-it-yourself-mäßig furnieren? An sich, ja, was soll man sagen? Es ist im Prinzip wie bei dem IKEA-Video, wo wir versucht haben, einen IKEA-Schrank günstiger nachzubauen. Günstiger ist das hier wahrscheinlich nicht. Alleine schon, weil wir das eigentliche Produkt in der Größe und in der Art gar nicht reproduzieren können. Aber wir können sehr wohl ein sehr hochwertiges Produkt für uns selber herstellen, wenn wir den Einsatzzweck benötigen. Also, ihr könnt euch selber Multiplex herstellen, nur halt sehr kleines. Lasst mich gern wissen, ob ihr das auch mal ausprobieren würdet. Was mache ich jetzt hiermit? Ich weiß es noch nicht. Vielleicht baue ich das in ein Projekt ein. Vielleicht habt ihr ja auch eine Idee. Wer weiß. Auf jeden Fall Abo rein smashen, denn ausprobieren macht Spaß. Nur so kann man was lernen. Bis zum nächsten Mal. Oh, vielleicht ist es einfach ein Fächer. Tschüss.